Hallo Olli, ich bin's wieder. Euer alter Knacker aus dem Rosting steht in einem. Ja, ich fahre da gerade so durch die Gegend und habe gerade zufällig einen Freund getroffen. Der da mit dem Fahrrad unterwegs war, habe ich gewendet und bin mal stehen geblieben. Und er hat sich dann auch ausgebremst und wir haben eine sehr nette Unterhaltung über mehrere Stunden über Gott und die Welt mit zwischenzeitigen Regenfällen geführt. Das war nett. Kann ich nur sehr empfehlen. Ja, wieder Wissen angeeignet, Systemkritik angeeignet und ganz tolle Sachen. Apropos, unlängst hat mich jemand in einem öffentlichen Gebäude gefragt, ob ich ein Systemverweigerer bin. Und wie aus der Pistole geschossen, habe ich geantwortet, leider nicht. Wäre ich Systemverweigerer, würde ich mir viel leichter tun. So schaut es nämlich aus. Aber man weiß ja nicht, vielleicht wird man noch zum Systemverweigerer. Der, solange man lebt, kann man verweigern. Das ist das große Konzept. Alles ist verweigerbar, solange man leben kann. Ja, ich fahre da so gemütlich durch die Gegend. War jetzt bei einem Flipper reparieren. Das ist auch theoretisch mehr oder weniger geglückt. Nicht ganz, aber dann doch. Und der Flipper läuft wieder. Hat eine Macke noch, aber für die kann ich nichts. Und da weiß man nicht so recht, ob man die so leicht beheben kann. Ja, da muss man mal drüber nachdenken. Kann man, wenn man möchte, mal drüber nachdenken. Ja, meine Frau ist auf Fortbildung. Ich weiß, nicht nur das Arbeit, sie bildet sich auch noch fort. Es ist ausgesprochen frustrierend. Aber so ist das halt. Manche Menschen kriegen nicht genug. Und so genieße ich jetzt mal die Situation und das Leben. So ist das. Ja, so mache ich das. Alles wunderbar. Ja, das war es. Also sehr amüsantes Gespräch und sehr intelligent. Ich habe ein bisschen Photovoltaik-Theorie erfahren. Der Mensch ist nämlich ein hochbegnadeter Techniker und hat sich ein Feldversuchssystem angeeignet. Und das gefiel mir ganz gut, dieses Konzept. Also er macht es ein bisschen. Er kennt sich aus, er hat kein Problem mit höheren Spannungen, sage ich mal. Ich möchte eher die Niederspannungsabteilung haben. Das ist mir sonst zu gefährlich. Ich tendiere noch immer dazu, eine 12-Volt-Lösung zu haben. 12 Volt aus dem Grund, dass man, wenn man 12 Volt hat, einfach irgendwelche Autobatterien auch verwenden kann im Notfall. Also man hat dann keinen großen Stress. So ist die Überlegung. Ja, das ist mein Plan. Ja, ich denke da mal drüber nach. Euch zeige ich jetzt noch mal ein bisschen Information über die Stromgeschichte mit Preisen und Co. Da habe ich nämlich noch was vorbereitet und wünsche euch viel Spaß dabei. Jetzt kommen die blauen Wolken, denn die gehören zum Elektro-Vlog. Ich weiß nicht so genau, was ich euch von den Dingen zeigen werde, die ich die letzten Tage, gestern konkret, vorgestern, aufgezeichnet habe. Denn da ging es um das Thema Strompreis. Ich fasse es kurz zusammen. Die EVN hat mir geschrieben, ich bin dort Kunde, mit einem Garant-Tarif. Irgendeinen Garant, Giga-Garant oder so heißt der, keine Ahnung. Den habe ich schon seit 2000 habe ich einen eigenen Anschluss, Stromanschluss. Ich glaube, seit 2000 habe ich das. So. Okay, passt. Ich habe nachgeguckt. Ich habe voriges Jahr so circa 2000 Euro für Strom bezahlt. Das sind nach Adam Riesling, rund mal ganz extrem auf, 100 Euro im Monat. Was? Na, mehr. Da müssen wir anders runden. Peinlich, peinlich. Die Dummheit des Tages. Man kann nicht mehr 2000 durch 12 rechnen oder durch 10.
Das sind 200 im Monat. So, eigentlich ein ganz schönes Geld unter der Berücksichtigung, dass ich Strom überhaupt nicht zum Heizen nutze. Also zum Heizen brauche ich zwei Umwälzpumpen. Drei. Drei Umwälzpumpen laufen bei mir beim Heizen. Das heißt, 6 Monate im Jahr rennen drei Pumpen. Sagen wir mal, sie brauchen 100 Watt, 120 Watt. Das wäre nichts. So. Ja, jedenfalls haben wir dir geschrieben, dass ich bisher 600 Euro bezahlt habe. Was ja schon mal ein Stuss ist, weil es 2000 waren. Egal. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja, die Vorauszahlungen waren 600, weil ich nur ein kleines Guthaben gehabt habe vom Vorjahr, Vorjahr. Egal. Werden wir nicht drauf eingehen. So. Der Kilowattpreis ist unter 6 Cent. Also sehr zu vernachlässigen, sehr gering. Und dann haben sie eine Kalkulation angestellt mit einer Annahme, dass der Strompreis, also rein die Kilowattstunde, nicht die Bereitstellung und die Netzgebühren und die Umwelt und die Blabla und die Totot und überhaupt, rein die Strom-Kilowattstunde wird 75 Cent kosten im nächsten Jahr, haben sie mir geschrieben. Wenn ich jetzt auf der E-Control schaue, sind alle Tarife irgendwo zwischen 22 und die ganz Bösen bei 80 Cent. Also die gehen, die vorhin gehört zu den ganz Bösen. Ja, das könnte, die vorhin gehört zu den ganz Bösen. Warum? Weil sie dem Land gehört und das Land wird von Politikern gesteuert. Automatisch ist die EVN böse. So. Also sagen wir mal im realistischen Bereich, reden wir von 40 Cent. Wenn ich jetzt von den 6 auf die 40 nehme, 36, dann können wir schon rechnen. 6 mal 6, sagen wir, 6 bis 7 mal so teuer wird das Ganze. In dieser Annahme mit den 75 Cent sind es interessanterweise bei 7.000 und 9.000 Euro je nach Tarif. Das heißt, wenn ich jetzt von den optimistischen 7.000 Euro ausgehe, sind das im Monat dann 500 Euro. Für Strom. Da haben wir gedacht, nö. Nö, das ist dann schon ein bisschen viel. Ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt gleich mal ziemlich aggressiv geworden. Ich habe gleich mal im Messbereich von den 6 Leuchtmitteln 2 rausgenommen, denn diese 2 Leuchtmittel leuchten sowieso nur auf den Holzofen und der Holzofen braucht wirklich nicht beleuchtet sein, aber ich mir gedacht, der soll nicht beleuchtet sein. So. Dann habe ich nachgedacht, wo brauchen wir viel Strom, habe so gerechnet, der Webserver, also meine Servergeschichte, rennt mit 200 Watt. Ganz schön nicht ohne, oder? 200 Watt und das durchgehend, kann man sagen. Das ist das, was die USV angibt. Wahrscheinlich wird es ein bisschen mehr sein, oder? Aber wenn ich jetzt von 200 Watt durchgehend ausgehe, dann viel Geld. Ja, habe ich mal geguckt. Wenn ich das jetzt runterrechne, die günstigsten, ich habe nicht viele Kunden, die bei mir hosten, das ist nur eine Handvoll, ganz wenige. Also da ist die jährliche Einnahme bei 1000 Euro und da ist kein Gewinn, das ist die Einnahme inklusive Steuer. Also nicht so toll, mein Rasenmäher steht mitten da, den stellt immer irgendjemand wieder rauf, da ist jemand so nett und stellt den Rasenmäher immer wieder rauf, das finde ich nett. Damit ist ja nicht so einsam und steht nicht auf der Straße rum. Die Frage ist, warum der Rasenmäher nicht wegfällt. Das ist auch so ein Finanzfaktor beim Strom, ich weiß nicht. So, jetzt haben wir gesagt, das sind bei diesen Worst-Case-Rechnungen sind das 2000 Euro im Jahr. Das heißt, der Webserver kostet mir inklusive, also so ein 1000 Euro überbleiben an Kosten. Könnte man sich sparen, richtig. Könnte man sagen, nö, den tun wir weg, den Webserver. Das Problem ist, wenn man den Webserver wegtut, dann kann ich auch meine Firmen-EDV nicht mehr nutzen, weil ja die Firmen-EDV
die Datenbank drauf hat. Schaut euch mal die blauen Wolken an, ich helfe den Rasenmähern und dann reden wir weiter. Ist die Frage, was tut man? Ich meine, auf lange Sicht wäre es natürlich gescheiter, dann brauche ich mich nicht mehr abgewöhnen mit diesen ganzen Software-Geschichten und sonstigen Sachen. Er fährt wieder runter. Mein Rasenmäher ist so blöd. Er wird gleich wieder draußen stehen. Aber es ist jetzt auch nicht die große Ersparnis. Und natürlich ist jetzt, wenn ich sage, diese Kunden, die ich da habe, die könnten nie auf einen aktuellen Hoster gehen, weil ja die ganzen PHP-Geschichten immer supportet werden von diesen alten Webseiten und ich habe ja kein Problem damit, dass man so alles rennen lässt. Also, wir fahren auf PHP 6, glaube ich, oder 5 sogar noch, keine Ahnung. Und heute haben es 8.1, also da braucht man nicht mehr überlegen, ob da noch irgendwas kompatibel ist. Also ein riesen Kasperltheater. Jetzt ist natürlich sehr die Überlegung zu sagen, man lässt den Server weiter. Und dann habe ich natürlich gesagt, so, ich werde mal meine Computer anordnen, dass sie ein bisschen Strom sparen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Viertelstunde nichts tue, dann sind meine Computer mal ziemlich finster, was sie bis jetzt nicht waren, der Server natürlich nicht, klar. Und hin und her und sowieso und überhaupt. Und dann bin ich angegangen, die Lichtschichten. Ich habe da noch alle möglichen Halogenschichten im Einsatz. Und es ist ja hier diese schöne Sache. Und da habe ich so Seilsysteme im Wohnzimmer und im Kuhstall. Das ist auch ein Faktor inzwischen, weil das sind 200 Watt. Haben wir doch, dann ich das auf LED umrüst, wären die Augen hin, okay, aber das müssen wir in Kauf nehmen, das ist halt so bei LED. Dann, wisst ihr, ja, habe ich mal ein paar so LED-Dinger bestellt, dann habe ich ein paar Stromzähler bestellt für so Steckdosen. Dann schauen wir mal, was wirklich der Webserver zieht, da werden wir so einen Zähler anhängen. Und dann rechnen wir das aus. Dann werden wir endlich mal einen Zähler an die Umweltpumpen hängen, dass wir wissen, was die Umweltpumpen bauen. Und dann überlegen wir uns, ob wir nicht irgendwie anders über die Runden kommen, ohne einen ernsthaften Netzbetreiber. Das könnte man sagen. Man könnte sagen, man macht die EDV selber, arbeitet schwerpunktmäßig auf Notebooks, pfeift auf die Videoschneiderei, weil die Videoschneiderei braucht viel Strom, das ist klar, weil da schneiden weniger. Ja, schneiden auch, weil ja, wenn du Video schneidest, brennt ja alles voll Dampf, nicht? Da ist ja was am Dampfen ist da was. Wie können wir da sparen, ist das große Konzept. Ne? Ja, und dann habe ich mir gedacht, jetzt suchen wir die verändern, wie die auf die 75 Cent kommen. Warte mal. Die Minuten in der Warteschleife, nicht so schlimm. Und dann hebt er eine Datei ab und sagt, ne, sie sind Firmenkunde, wir können nicht schauen, sie müssen nochmal anrufen und die 6 drücken. Nochmal angerufen und die 6 gedrückt. Der Voranschlag war 14 Minuten warten. Es waren dann, ich will nicht lügen, ich schaue nach. Ich habe jetzt wieder ein Lumia ohne Sprung in der Schüssel. Details. 35 Minuten, 5 Minuten habe ich nicht einmal telefoniert. Also 30 Minuten habe ich gewartet. Und die Dame hat mir gesagt, ich kann es Ihnen nicht sagen, weil sie ist ein Firmenkunde. Kann sie auch nicht verbinden. Sie müssen nochmal anrufen. Dann habe ich halt. Nein, sie hat nichts gesagt. Sie hat gesagt, sie kriegen einen Rückruf, weil man kann gar nicht dann. Also sehr absurd. Und dann hat sie gemeint, ja, sie könnten online auch nicht schauen, weil das online geht nur bei Privatkunden. Jetzt habe ich als Firma einen Smart Meter seit 10 Jahren. Wo übrigens einer schon hier war und Riesenzoff. Und ich kann aber nicht online auf irgendwas von mir zugreifen. Während die Privatkunden, die einen mechanischen Zähler haben, die können online zugreifen. Profis am Werk. Also, die sind fast so intelligent wie die Führungsliga von Lego und Microsoft. Kann man von, ja. Egal. Jetzt ist die Frage, was wir tun. Also, da kommen jetzt so LED-Geschichten rein. Und da habe ich den Vorteil, dass ich Eisenkern-Trafos habe. Das heißt, ich habe hier zwei Eisenkern-Trafos hängen. Einen kill ich, da freue ich mich, weil nämlich ein Lichtschalter hieß. Der eine Lichtschalter geht die halbe Zeit nicht. Den kill ich und hänge alles auf den anderen Trafo und mache 7 LED-Geschichten auf jede Leitung. Dann haben wir ein bisschen mehr Licht. Habe schon die LEDs mit 3 Watt bestellt, die entsprechenden 35 Watt Dingen, das sind die 20 Watt Dinger. Das heißt, wir haben ein vernünftiges Licht im Wohnzimmer. Da habe ich die zwei rausgenommen.
Die stiegen aus dem Wäscheladen rausgekommen, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Die vier machen uns Licht, wenn wir essen. Und da herüben in der Küche habe ich, oh, den einen habe ich noch nicht rausgenommen, das ist nämlich ein Hiniger. Da habe ich die funktionierenden schon rausgenommen. Und jetzt kommt noch der kaputte raus. Wieder gespart. Ja. Und dann haben wir noch den Kuhstall, da kleben wir ein, da habe ich auch Eisenkern drauf. Wenn du nämlich ein Schaltnetzteil hast, dann kannst du nicht einfach Läts einhängen, da musst du mit der Leistung aufpassen. Und beim Eisenkern, der hat so ein bisschen mehr Verlust, das mag schon sein, aber muss gar nicht sein. Muss gar nicht sein, dass der mehr Verlust hat. Warum wird denn der? Wärme ist kein Verlust, weil die bleibt ja im Raum. Ha! Ist ja der Trafo, ist ja da, wo ich die Wärme brauche. Das ist der Grund, ich muss Licht öfter auftauen, dann wird man warm. Hätte ich auch früher drauf kommen können. Am 14.10. wurde die Zahl der durchgeführten Tests nicht gemeldet. Neu gemeldete Fälle für Österreich, 14.04. 13.102 laborbestätigte Fälle, 9.865 Genesene und 1.029 ist die 7-Tage-Inzidenz. Die Schlagzeilen. Wetterdruck in zusetzt Schweden Musik. Ja, warum nicht? Ich bin ziemlich erschöpft, denn ich habe noch was getan. Ich habe das ganze Sägespinnezeug und so alles reingeholt und im Haus zwischengelagert. Meine Frau wird sich freuen. Juhu! Ich werde mal den Staubsauger fahren lassen. Ansonsten, ganz tolle Dinge sind geschehen. Ich habe mein Schild endlich abmontiert, das da in der Einfahrt gelegen ist. Ihr wisst, dieses Wegweiser-Ding. Habe ich eingewintert. Der Hund ist auch hier. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Dingsdebumsdipp. Wir hören uns morgen wieder. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann morgen auf diesem YouTube-Kanal. Thank you.